Herzlich willkommen auf Multilaser und heute kommt Kyosho Nummer 3. So, und ich habe euch ein Nitro versprochen und es kommt jetzt auch endlich ein Nitro. Und ich möchte euch gerne das zeigen. Wundert euch nicht, das Auto ist nicht neu, aber ist für mich auch komplett in Ordnung. Ich darf es aber trotzdem auch fahren, genauso wie alle anderen. Und ich freue mich einfach, dass ich den trotzdem zeigen darf. Und ich hole ihn. Viele werden jetzt erschrocken sein, viele werden sich jetzt freuen. Da, 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 da. Es ist der USA 1 Nitro. Ja, und ich bin richtig happy, dass ich euch den auf meinem Kanal zeigen kann. Wir machen hier mal die Karo ab. Die Karo brauchen wir uns nicht angucken. Es ist 1:1 die gleiche wie die Elektroversion. Und das Auto war schon in Benutzung. Daher gucken wir uns einmal kurz die Gebrauchsspuren einmal grob an. Und ich muss sagen, dafür, dass der schon gefahren ist, ist er noch eigentlich unbeschädigt. Also auf dem Dach lag er noch nicht. Hinten ist auch noch kein Schaden. Hier haben wir so ein bisschen was. Vielleicht von der Wheelie Bar so ein bisschen Schmutz. Ja, aber ansonsten sieht die Karo von innen wirklich gut aus. Hier haben wir so ein paar Kratzer an der Seite. Hier, vielleicht hier wegen dem Reso oder hier wegen diesem Hebel zum Ziehen. Ja, aber ansonsten sieht die Karo wirklich top aus. Genauso wie die Elektro, nur dass hier hinten das Loch ist, was ich euch ja schon beim Elektro gezeigt habe. Ja, und jetzt haben wir hier die Nitro und das ist komplett eine andere Geschichte. Der Aufbau ist natürlich der gleiche wie auch beim Elektro, aber wir haben hier 3 Gänge. Ja, das ist kein Witz. Und als ich den damals gesehen habe, als der erste Nitro, ich glaube, das war der Mad Crusher. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Oder der Mad. Ich weiß nicht mehr, dieser schwarze. Entweder der schwarze oder der Mad Crusher. Der hatte ja auch schon das Dreiganggetriebe. Und ich fand das so interessant. Übrigens ist hier der, Luftfilter nicht fest. Wir müssen gucken, ob wir den ankriegen und zum Laufen kriegen. Der lief nämlich schon. Wie wir sehen können, sind hier ein bisschen Nitro-Reste. Und ja, hier ist überall so ein bisschen Nitro. Ich gucke mal gerade, ob ich ihn ziehen kann. Ja, man kann ihn ziehen. Kerze ist auch drin. Und ja, ihr seht jetzt, ich hole euch dafür mal näher ran. Das ist das Besondere bei dem. Seht ihr das? Ich mache mal den, kann man so sehen, ne? Dann den Nitro-Schlauch mal ein bisschen hier so zur Seite. Und dann hole ich mal ein bisschen extra Licht. Da. Da sehen wir die Kupplungs- oder die Glocke mit 3 Zahnrädern. Und dass das so reibungslos geht mit den 3 Hauptzahnrädern, irre. Ich weiß nicht, ob die 3, die haben keinen Leerlauf. Zumindest drehen sie sich nicht einzeln. Ich weiß nicht, wie der schaltet, ob das alles eingestellt ist. Da weiß ich auch nicht, ob ich, ich merke aber, das ist locker hier. Das sollten wir uns noch mal vor angucken. Ah ne, der hat hier nur in der Welle ein bisschen Spiel, alles klar. Auch komplett kugelgelagert. Ihr seht hier, die Kette geht direkt nach unten. Da ist keine Übersetzung oder so. Die Übersetzung findet ja hier bei den 3 Zahnrädern statt. Und das läuft hier, wenn ich hier drehe, reibungslos. Das heißt, das ist alles gut eingestellt. Schon ab Werk, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob dann noch derjenige, der den vorher hatte, da was gemacht hat. Dann haben wir den 25 KE SP2 Motor hier drauf. Ich zoome mal wieder raus. Hier den in einer, ich finde das geil, dass die Farbe angepasst ist und auch so schön aussieht und nicht schwarz-weiß. Das ist der KE. Richtig schönes Ding. Und das schöne Reso, wirklich, also Kyosho macht auch wirklich schöne Resos, hier sogar noch mit einem Propfen drinne. Ansonsten gucken wir uns einmal den Wagen sonst komplett an, also der Aufbau vorne, die Front vorne, sowie auch hinten die Wheelie Bar, ist alles identisch. Er federt genauso smooth. Ich muss sagen, jetzt mit dem extra Gewicht, weil jetzt fehlen ja hier die Akku-Packs. Ja, aber ansonsten, okay, wir drehen ihn einmal um. Und gucken uns einmal die Rückseite an, ob da irgendwas sich geändert hat. Und nein, es ist 1:1 genau das gleiche. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier eine Bremsscheibe jetzt drin haben. Das heißt, hier wurde nochmal, das ist ja komplett eine andere Entwicklung oder ein anderer Aufbau. Man kann jetzt nicht sagen, gut, ich baue jetzt hier einfach einen Elektromotor rein. Das funktioniert nicht, ne? Weil das eine komplett andere Aufbau ist als der Elektro. Das muss euch klar sein. Das heißt, ihr könnt nicht sagen, ich habe den noch im Keller
von 25 Jahren und ich baue mir den jetzt einfach um auf Elektro, das wird nicht funktionieren. Wir haben hier das Bremssystem, ich weiß nicht, ach, das funktioniert hier mit einer langen Stange, ach, so haben sie das gelöst, okay. Das heißt, Bremse vorne, okay, die Bremse greift gut, muss ich sagen. Ist nur eine einzige Bremse bei so einem großen Auto, immer schwierig, aber ansonsten ist alles identisch, die Umlenkungsgeschichte. Das werden wir mal gucken, wenn wir draußen sind. Wir werden die beiden Autos zusammenfahren und da bin ich auch gespannt, wie die beiden nebeneinander aussehen. Ich werde hier gleich erstmal einen Kabelbinder besorgen, dass wir den Luftfilter schön festmachen, weil mit losen Luftfilter möchte ich nicht fahren. Der wird festgemacht. Ich suche mal eben jetzt einen Kabelbinder, weil ich weiß ganz genau, ich werde es wieder vergessen. Ach, und hier haben wir auch noch das Zubehör. Ach, guck mal, weil wir gerade von Kabelbindern reden, auch hier Zipbeutel wieder. Und hier die Lightbar ist damit bei. Hier stehen noch, sind noch ein paar Sachen mit drin, das gucken wir uns gleich mal genauer an. Ja, Werkzeug brauche ich euch nicht zeigen, ist genau das gleiche. Aber was cool ist bei dem Werkzeug hier, ist der Kabelbinder. Sehr gut, den werden wir auch gleich brauchen. Und zwar hier für unseren Luftfilter. Das ist nämlich wichtig, dass da ein Kabelbinder dran ist. Weil wenn das nicht dicht ist, hier die Geschichte, und hier kommt Sand rein. Egal was, es muss nicht nur Sand sein. Es sind irgendwelche Körner, irgendwelche Dreckpartikel oder. Das geht alles auf den Kolben. Ne? Das heißt hier, diese Verbindung hier ist extrem wichtig, dass die zu ist. Ja. Also das muss immer dicht sein. Und ich mache das jetzt so. Ne? Ja, das ist ein bisschen blöde wegen dem. Da habe ich den ein bisschen blöd angebracht, aber es geht nicht anders. Ich mache den noch ein kleines Tickchen enger. Und dann machen wir den so, dass wir den immer ab- und aufziehen können. Da gibt es so einen Punkt, da könnt ihr den gerade so eng machen, dass der wirklich drauf sitzt, aber dass ihr den so rauf dengeln musst, so, aber der ist trotzdem dann dicht drauf, so geschafft, und dann können wir den hier drehen. Wichtig ist, dass der wirklich dicht ist, also der muss zu sein, das ist ganz, ganz wichtig, und optimal ist das hier mit dem Nitro-Schlauch auch nicht. Theoretisch müsste man den Schlauch hier entfernen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal kurz machen. Warum ist das hier nicht optimal? Weil hier die Wärmequelle ist und hier läuft das Nitro längs, das heißt, hier das Nitro, was hier reinläuft, wird extrem warm. Na? Und das ist natürlich schlecht, das heißt auch wegen der Verlegung hier. Eigentlich müsste der Nitro-Schlauch hier längs laufen. Hier haben wir, glaube ich, die Reso-Befestigung, oder was ist das hier? Diese dicke Stange, die haben wir auf beiden Seiten. Wofür ist die? Die hat keine Bedeutung. Ach, ich weiß warum. Ist das hier auch noch drin? Ne? Hier haben wir noch den Einlaufring. Wenn der Einlaufring hier liegt, hier drin ist, und das Z war nicht bei dem Auto, dann ist dieser Wagen ohne Einlaufphase gelaufen. Das wird noch spannend, ob der läuft. Jetzt gucke ich mal gerade, ob das hier drin ist. Nee. Und zwar suche ich was ganz Bestimmtes, aber es wird wohl nicht hier drin sein. Ich gucke trotzdem mal. Nee, nur die Aufkleber und die beiden Anleitungen, die wir kennen. Hier halt eben als Nitro-Version und unsere Normalanleitung. Hier, die beiden Punkte, sind, glaube ich, ein Bügel, um den nämlich anzuheben. Und den haben wir leider nicht dabei. Zumindest sehe ich ihn nicht. Ist auch nur eine Schätzung jetzt, dass hier ein Bügel reinkommt, weil hier sind zwei Löcher mit Mahnlöcher. Und ich glaube, dass hier so ein Metallbügel ist, damit man ihn hier anpacken kann. Und ja, das ist meine Vermutung. Ja, ansonsten sind doch leichte Veränderungen. Wir haben hier auch die Lightbar. Das ist die gleiche Lightbar. Die lassen wir bei dem Nitro auch genauso ab. Ja, ich bin gespannt. Wir gucken mal kurz in die Empfängerbox rein. Dann kann ich euch das nämlich mal zeigen. Seht ihr, da haben wir nämlich Akkus drin. Ne? Hier sind nämlich jetzt die Akkus, wo ich euch meinte, der Schaumstoff musste Platz machen für das Akku-Pack. Und da sind hier Batterien. Ich gucke mal kurz, ob der überhaupt funktioniert. Wir haben auch die Fernbedienung dazu. Es ist die Synchro, ganz normal. Und hört ihr das? Da ist der Servo-Saver in Gange. Wir werden das mal so lassen. Ich werde aber vorsichtshalber noch Ersatzbatterien mitnehmen. Wir gucken mal kurz, was passiert, wenn er ausgeht.
Er hat kein Face-Safe drin, aber ich guck mal kurz, wenn wir Vollgas geben. Ja, das passt. Oh. Die Bremse ignoriert der Meier komplett. Da müssen wir noch mal dran. Ja. Da müssen wir noch mal komplett dran. Das geht gar nicht. Ja, jetzt. Jetzt hat die Bremse eine Wirkung. Das ist ganz wichtig, dass ihr da aufpasst. Die Bremse muss funktionieren. So, das ist unsere Lenkungsgeschichte. Das ist der Ausschlag. Hier können wir den Gasweg begrenzen. Den wollen wir volle Power. Und das ist... Aha. Ja, da wollen wir die volle Power haben. Ja, okay. Das funktioniert alles. Aber hört ihr das? Dieses Klacken. Das Klacken kommt, weil der Servo-Saver hier einspringt. Das kann ich auch mal zeigen. Hört ihr das? Da klackt er hier. Der muss ein bisschen strammer. Ja. Der darf nicht zu leicht sein. Bei den großen Rädern. So ist, glaube ich, ja. Ach so, der Servo-Saver selber hat hier so ein bisschen Spiel. Hört ihr das? Und da haben wir hier unser Werkzeug. Da können wir das mal kurz fixen. So, wir haben ja extra unseren Schlüssel dabei und der passt hier überall rein. Und da sehen wir, dass hier die Lenkgeschichte locker ist. Ich drehe die mal. Ich weiß gar nicht, haben wir das bei dem Elektro auch geguckt? Ich glaube nicht. Was, wie weit kann ich die denn noch drehen? Oder dreht sich die... Ach, okay, ich sehe schon. Hier dreht sich die Mutter mit. Ich fix das mal eben. Wo drin ist das? Das ist genau unter dem... Hört ihr das? Wenn ich jetzt hier... Das ist aber leider, da kommen wir nicht ran. Das müssen wir leider so hinnehmen. Hier dreht sich leider die Schraube mit. Das heißt, das Klacken kommt hier von dem, aber auch der Servo-Saver, mal gucken. Ja, der Servo-Saver ist aber noch inaktiv. Also ist aktiv, meine ich. Seht ihr das? Das heißt, wir haben hier noch den Servo-Saver, aber er war mir einfach zu locker. Müsst ihr auch von euch aus einstellen, weil die machen das ab Werk immer nur so, dass es funktioniert. Ne? Ja, Servo-Saver darf gut funktionieren, aber darf auch nicht zu leicht sein, weil sonst habt ihr den Wagen nicht unter Kontrolle. Ja, ich muss sagen, ich hatte ja jetzt den Elektro musste ich zuerst unboxen, damit ich einen Eindruck kriege. Und wenn ich jetzt die Nitro sehe, muss ich sagen, mir gefällt der Nitro deutlich besser. Die Federn wirken genauso smooth wie bei der Elektro-Version. Ein bisschen schwerer, muss ich sagen, ein ganz kleines bisschen nur. Ist aber auch kein Neufahrzeug in dem Sinne. Ne? Das hatte ich ja bei dem Madwagon auch. Da hat sich ja jemand beschwert, dass er nicht die KMH geschafft hat, die auf dem Karton stand. Der Madwagon VE, der war halt gebraucht. Und ich weiß nicht, ob der auch korrekt eingestellt war. Das konnte ich aber auch auf die kurze Zeit nicht überprüfen. Ja, weil vielleicht hätte er ja auch seine Geschwindigkeit geschafft. Hier bei der Nitro-Version habe ich den Originalkarton leider nicht. Ich weiß also nicht, was hier versprochen wird. Ich werde aber nochmal forschen im Internet und euch das sagen. Hier gucken wir noch einmal kurz gleich in die Anleitung rein. Ansonsten war es das mit der Nitro-Version. Ich bin echt gespannt, wie die abgeht und freue mich tierisch, dass wir die Elektro- und die Nitro-Version uns angucken können. Guckt ihn euch an. Geiles Teil, ne? Ey, gefällt mir richtig gut. Schönes Gerät. Ehrlich, schönes Gerät. Ja, und wie gesagt, das Auto ist schon seit 30 Jahren auf dem Markt, ne? Also, weil ich glaube, irgendeiner hatte gesagt, der ähnelt dem Taimir. Wie gesagt, Kyosho ist mit denen schon seit 30 Jahren auf dem Markt. Das sind nur die neuen Autos. Ne? Das Auto gab es damals, wie gesagt, schon vor 30 Jahren. Okay, gucken wir uns mal die Anleitung an, bevor ich es nämlich vergesse. Gucken wir einmal in die Explosionszeichnung rein. Hier ist auch alles gleich. Ja, hier sehen wir das mit dem Dreigang. Das ist vielleicht ganz interessant. Hier seht ihr zum Beispiel die Einstellräder für die Gänge. Dann kommen nämlich hier die Zahnräder drauf. Hier das erste für Gang 1, dann das zweite für Gang 2
und Gang 3. Gang 3 ist immer statisch fest, seht ihr hier auch, hat aber ein Freilauflager in eine Richtung. Das heißt, die beiden hinteren lösen irgendwann aus. Dann haben wir hier unsere Glocke. Das ist eine ganz stinknormale Glocke mit zwei Nadellagern. Nadellager finde ich in einer Glocke nicht so gut. Ich hole euch mal ein bisschen näher. Nadellager finde ich nicht gut, muss ich sagen. Aber ist wohl hier nicht anders machbar, wegen der Bauart der Glocke. Aber ich sage euch immer, wenn ihr euch eine Glocke holt oder eine Kupplung holt für Nitro, egal ob jetzt Eingang oder Zweigang, naja, Zweigang ist Blödsinn, weil bei einem Zwei- oder Drei- oder mehr Gänge, mehr geht ja nicht wie drei, also habe ich noch nicht gesehen, müsst ihr immer das, was der Hersteller sagt. Aber wenn ihr jetzt nur eine Einer-Kupplung fährt, also sprich mit einem Ritzel nur, ne, eine ganz normale Standardkupplung, und ihr habt die Möglichkeit, eine Kupplung zu kaufen ohne Nadellager, dann nimmt bloß die Kugellager-Version, die hält deutlich länger. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn ihr die Nagellager gut schmiert, dann halten die bestimmt genauso lange. Wichtig ist aber regelmäßige Wartung. Das heißt, immer nach ein paar Monaten die Kupplung abschrauben, schön die Nadellager einfetten, damit die nicht trocken laufen und. Ne? Weil die Nadellager sind meistens nämlich nur ein Kunststoff und da sind dann die länglichen Metallstäbe eingefasst. Ja. Und immer sauber halten, weil wenn da Dreck reinkommt, schleift sich das weg. Hier sehen wir die Bremse. Hier mit dem langen Stab. Wie das funktioniert. Hier kann man noch die Bremse einmal einstellen. Hier das Motorritzel mit der Kette. Hier auch der Halter, übrigens auch aus Kunststoff bei der Version. So, hier haben wir sogar die Metall. Da bin ich gleich mal gespannt, ob da wirklich so ein Bügel reinkommt. Das sehen wir jetzt gleich. So, die Elektronik, Tank, Servo. Diese Haken hier, die würden mich mal interessieren, wofür die sind. So, Nitro-Motor rein. Ach so, die wollten das sogar so, vom Werk aus mit dem Nitro-Schlauch. Dann lassen wir das. Dann fummel ich da nicht dran rum. Mir passt das eigentlich nicht. Ich würde es anders machen. Aber auch nur, weil meine Erfahrung anders ist. Ne? Ich würde den Schlauch so machen, dass der nicht nach oben, sondern nach unten, damit der nicht am Nitro-Kopf längs muss. Ja, hier mit dem Kabelbinder, ganz wichtig. Die Lenkungsgeschichte dran. Ach so, der Bügel ist hier gar nicht, der ist gar nicht abgebildet, der Metallbügel. War das nur eine Vermutung oder ist das noch von dem alten Kiosko so? Ja, hier die Lichteinsätze, hier wird nochmal erklärt, wie ihr die LEDs einbauen könnt. Finde ich sehr gut. Hier die Einstellung vom 3- und 2-Gang. Ah, okay, man muss die Mutter lösen, um das Ganze nach vorne zu schieben, um dann hier die Gänge einzustellen. Okay, ich hoffe, dass sie funktionieren. Okay, es ist keine Stange mit dabei. Okay, und die Lenkungsgeschichte ist so, wie sie ist. Okay, ja, doch ein bisschen anders die Explosivanleitung hier als die vom Elo. Sogar ein bisschen intensiver, aber es ist komplett anders, okay. Das heißt, die Autos sind doch komplett anders aufgebaut, was die Geschichte unten angeht. Wir gucken hier nochmal rein, ob das gleich ist. Aha, seht an, hier sind auch wieder Zusatzsachen, wegen dem Nitro-Motor natürlich. Was wir alles brauchen, haben wir zum Glück alles da. Hier, Fernbedienung, ganz wichtig. Ne, hier ist keine Metallstange. Okay. Ha. Okay. Ja, ansonsten hier direkt identisch, so wie zur Elo-Version, nur dass hier so ein paar Zusatzfunktionen sind, wie hier. Ach, guck mal hier. Hier, nee, das ist die Lenkung. Haben Sie die Vorderräder an, während Sie die Trimmung der Lenkung... Achso, man soll die Trimmung hochnehmen. Was ist hier? Schutzmaterial vom Innen fern. Ja, hier wird nochmal das Gasgestänge erklärt. Sehr gut. Ist ja bei Nitro ein bisschen alles anders. Okay, finde ich aber gut. Schöne Anleitung, muss ich auch sagen. Hier in dem Fall für die Nitro-Leute schön gezeigt und auch schön erklärt. Muss ich sagen, gefällt mir auch extrem gut. Hier müssen wir natürlich ziehen. Starterbox ist hier nicht drin. Ja, ich würde sagen, damit seien wir mal gespannt,
Und danke, dass ihr eingeschaltet habt, auch hier in der Nitro-Version. Und wir sehen uns dann draußen mit den Autos. Ich hoffe, dass ihr richtig viel Bock drauf habt. Ich habe da richtig Bock drauf. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Laser. Tschüss.